Kurz ein Anspieler, ich hab's ihm schon erzählt. Ich gehe auf deren Konzert. Ja. Hier in Deutschland? Ja, im März. An meinem Geburtstag? Nach deinem Geburtstag. Wann? 25. Ja. Kann ich mitkommen? Ich habe nur zwei Tickets. Und wen nimmst du als zweites mit? Eine Freundin. Nein, also Spaß. Sie hat die... Der hat die... Warte, welche Freundin? Ich die mach jetzt so ein Special Events und sag doch den Namen. Nein, du kennst sie wirklich nicht. Von Bianca kennengelernt. Das Lisa. Ja, okay, komm, reicht es. Okay, auf jeden Lisa, Fall. Lisa, viele Grüße. Lisa, Grüße. Lisa, du hast unsere Plätze eingenommen. Leute. Ich habe mir das Lied noch nicht angehört. Ich habe so lange jetzt drauf gewartet. Ach so, du gehst auf ein Konzert von denen? Ja. Okay. 80s, Answer. Am 1.3. Hä? Nee, am 3.1. Scheiße. Englische Schreibweise, gell? Englische Schreibweise, noch ein Schädel. Ja. Ich habe mir alle vom Album angehört, außer dieses Lied. Ich finde schon mal diese Kronleuchter echt. Nice. Ja. Und den Raum finde ich auch gut aus. Die sollen dann Deutschrap so schöne Räume auswählen. Immer Ghetto-Deutschrap, das nervt dann. Wie findest du diese Wie findest du diese ästhetische Tür mit der Abrundung? Das ist sowas nennt man Arkade. Ja, ich habe dich sogar mal gefragt nach irgendwas, was mit Arkade zu tun hat. Okay, weiter, komm bitte, ich bin so gehypt. Ja, okay, lass starten. Ich wusste aber nicht, wie es geschrieben wird zu dem Zeitpunkt. Ich hab dich auch genockt, Alter, zehnmal falsch. Oh. Tschüss, das schenkt schon geil an, aber. Das auf diese BTS der Vater stirbt schreibt. Das war BTS! Nein, doch! War es nicht. Digga, vom Hässlichen, wo der Vater stirbt! Nein, war es nicht! Das war nicht der BTS. Das war Monster X. Ja, oh. Und da war. Das war One House Gruppe. Ja. Ja, ich weiß, aber war das nicht BTS? Nein, das war One House Gruppe. Unaus Gruppe ist BTX? Monster X. Monster Ey, bitte. Nee, das ist Monster Exo. Das ist Monster Exo. Hast du mich erwechselt? Wo bist du schon mit deinen ganzen Namen? Ich komm doch voll durcheinander, Digga. Ey, bitte. Es gibt auch Exo, ne? Ja, es gibt. Das ist echt zu viel. Ey, Leute. Komm mal, Play, hören wir uns das jetzt an. Bitte seid ruhig. Also, ihr wirkt nicht, aber seid ruhig. Ich bin so gehypt auf dieses Lied. Ach, hast du auch noch nicht gehört? Nein. Ach so, okay, komm, dann lass mal. Tschüss. Hä? Was? Kennst du ihn woher, ne? Ja. Sorry, wir kommen wieder in der Flow. Dann vergiss es bitte. Ich mach mal, nein, ich will nicht mehr. Nein, mach blau. Ich mach was voll episches. Ja, gell? Aber gut gesungen. Jetzt shoppen, weil ich will nicht Refrain. Sag mal so, das ist sehr interessant, was die machen. Also die Stimmen sind interessant, die singen schon gut, muss man sagen. Mhm. Und die Choreo ist auch krass. Ich bekomme irgendwie voll Bock auf Digimon gucken, keine Ahnung. Oh, ich will Digimon auch schon die ganze Zeit. Ey, stell dir mal vor, wie geil die das gefilmt haben. In so einer Decke oder wo das ist. Und dann so eine Monsterdecke. Kennst du das Spiel damals im Kindergarten, wo man so ein Deck hochgemacht hat und man runter. Ja, wie geil. Genau, ach doch, stimmt, da ist noch was. So eine Regenbogendecke. Ja, oh, brutales Spiel, ja. Ja, komm weiter. Nochmal Stopp? Nein! Perfekt. Timbaland, ich sehe sie. Einfach kann ich nicht. Stopp! Ich hab mich gerade zurück erinnert. Jetzt guck mal, die haben ja auch deren Seiten auf Null, gell? Ja. Stell dir vor, das wird der neue Trend in Deutschland. Aber Digga, das ist mit. Alles auf Null drumherum, aber vorne so runter. Ja, aber weißt du, den stellst, weil so die andere Gesichtskanten haben. Ja. Ja. Ich fand auch, die sehen nicht schlecht aus, ganz ehrlich. Hier diesmal, also Make-up und so kann ich gar nicht kritisieren. Das haben die trotzdem gut gemacht. Ja, gell? Guck mal, ich hab gehört, die haben Make-up-Artisten von CLC. Echt? CLC, Props von uns. Guck mal, das Outfit ist trotzdem cringe.
Ja, aber gut, themenbezogen halt so ein bisschen. So, weißt du, das wäre der, der Make-up gerade mal gemacht hat. Hat Elfie gesagt. Okay. Das gelockt, ey. Ja, ich mach die, was soll ich machen? Der ist da wieder gut. Der ist der schöne Ding von dem. Ja, der ist so Metro, Metro. Was ist der? Das ist der Bad Boy. Der ist cool. So Korean Gigolo. Der ist so Hauptfigur von dem. Der sieht voll gut aus. Ich finde, der ist die Hauptfigur von dem Spiel. So Naruto, weißt du? Nee, eher so Digimon Kai. Der hat doch so einen Anime-Style. Das ist Kai, so gesichtmäßig. Ja, so was, okay. Boah, das ist der Böse von dem. Aber der ist auch der wieder. Oh. Der Orange auch. Nein. Der Part gefällt mir so sehr. Ja, das ist krass, richtig episch. Ich liebe deine Stimme. Die Kulisse so gut gewählt. Boah, den hat man. Wie oft habe ich eigentlich gestoppt? Ich weiß gar nicht. Scheißegal. Ich habe langsam Zeit zu stoppen. Kälte noch so zu lang bei dir. Sandra Vibes, okay. Ja, guck mal, der macht gerade raaaah. Ich weiß gar nicht, was du sagen solltest. Also ist auf jeden Fall nicht meine Richtung, was Sound angeht, ja. Aber ich kann dagegen nichts sagen. Also das haben die echt gut gemacht. Ja. Cool. Ey, die sind stark, muss man sagen. Die sind echt stark, gell? Ja. Der ist auch... Ja. Das ist der Computer-Schuss, genau, von der Serie. Ja, die wirkst du bestimmt auch. Boah, das hast du voll gefeiert, das hast du grad voll gespürt. Okay. Ja, ich hab auch ich feier das so. Guck mal, die schützen das selbst gegenüber. Dark Video Style. Oh boy. Heftig Spaß ist! Das sieht schon krass aus, muss man sagen. Von der Stärke. Ein bisschen gefährlich, muss man sagen. Wie viel Mühe dahinter steckt. Ja, gell? Unglaublich. Ja. Bring mal bitte so eine Chore zustande. Ja. Dann performen die. Bring erstmal dazu ein paar Kanaken noch zu tanzen. Warte. Weißt du, die so, ey, ich tanze nicht. Boah, warte mal, wie episch das aussieht. Schön heftig. Warte, ist das, ich schwör dir, das war doch am Anfang auch der Typ. Welches Lied ist das? Das ist auch ein Album. Also so ein Song. Schon mal dieser krass, das? Nein. Answer. Oh, jetzt bin ich gespannt, ich will Theorien angucken. Mit Theorien angucken. Krass, es gibt K-Pop-Theorie-Videos. Es gibt so viel, vor allem bei BTS. Boah, da gibt es so viele. Krass. BTS hat so ein ganzes Universe für die. Man nennt die sogar BTS Universe. Krass. Ich glaub's nicht. Ja. Die haben sogar ein eigenes Spiel. Ja, Mann. Scheiße. Ja, aber es geht um 80s. Du musst Manager spielen von denen. Ja, du musst BTS so ein bisschen navigieren durchs Leben. So. Die haben sogar einen Titel von Spiel. Echt? Ich hab's euch doch schon gesagt. Ja, ich weiß. Ich hab's euch doch erklärt. Ich war nicht dabei. Hä? Doch, hast du es uns erklärt? Ja. Ich dachte mir schon, woher hab ich diese Info, Digga? Ich bin gehypt, ich bin total gehypt. Schön, war gut. Zwei starke Lieder. Ja, Alter. Gell? Zwei starke Lieder. 80s, ich liebe euch. Geh auf euer Konzert. Und uns nehmen sie nicht mit. Den nehme ich nicht wir mit. Gehen, Lisa, wir gehen zusammen, wenn BTX-Konzert macht. Lisa hat uns genockt. Ey, BTX wird. Wenn BTX hier in der Nähe Konzert macht, dann gehen wir. Ey, apropos ich BTS. Bei Exo, oh nein! Also die nein, Monster XO. Ben One How ein Konzert gibt. Ich bin der Erste, der dort Schlange steht. Kein Chef. Ich überdachte vor diese scheiß Konzerthalle. Oh, One How. One How, One Love. Du wirst uns ganz geil. Okay, One How, One Love. Ey, ich liebe dich auch. Macht's gut.